Hallo, ich bin Anke Rechtenwald, Pferdewirtschaftsmeisterin und Trainerin für Pferd und Mensch. Und heute habe ich meine Freundin Andrea Corneli ins Interview genommen. Andrea und ich, wir haben uns vor, ich weiß gar nicht genau, fast 20 Jahren irgendwie kennengelernt, weil ihr Schwiegervater und ich, wir hatten einen Stall zusammen. Und als Andrea ein Pferd kaufen wollte, eine Islandstute kaufen wollte, wurde ich ihr sozusagen empfohlen, als Fachfrau mal mitzugehen und zu gucken, ob das Pferd gut genug ist. Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Es war, ging mir jetzt schon öfter so wie bei Andrea damals auch. Wir haben uns diese Stute angeguckt und sie war ein ganz tolles Pferd, aber sie hatte Sommerekzem. Und da ich selber eine Araberstute hatte mit Sommerekzem zu dieser Zeit, habe ich Andrea natürlich abgeraten, dieses Pferd zu kaufen. Also es ist sehr aufwendig und sehr schwierig. Und wie das oft so ist, wenn man als fachkompetente Person mitgenommen wird und abrät, wenn das Herz sich entschieden hat, wird das Pferd trotzdem gekauft. Und so hat Andrea diese Islandstute auch gekauft und hat sich halt hineingekniet in die Materie und es halt wirklich geschafft, ein Islandpferd im Offenstall zu halten, das durchaus eine lange Mähne und einen langen Schweif hatte. Lara ist jetzt mittlerweile Ende 20, gell? Wie alt ist sie? 27. 27, genau. Ich glaube, damals war sie 11, als wir uns kennengelernt haben. Und es ist immer wieder faszinierend, wirklich jedes Jahr sie zu sehen. Und da Andrea so erfolgreich war, habe ich dann tatsächlich auch angefangen, sie immer wieder zu fragen. Meine Araberstute trug meistens eine Ekzemdecke und man hatte immer mal ein Mittel, aber das änderte sich. Und Andrea ging dann tatsächlich so weit und hat sich vor ein paar Jahren halt nochmal einen Haflinger dazu gekauft, weil sie leidenschaftliche Distanzreiterin ist und wollte nochmal ein anderes Pferd haben und den ganz bewusst auch nochmal mit Sommerekzem. Was so ein bisschen klärt, wie leicht sie dieses Problem nimmt, was für andere halt manchmal eine große Herausforderung ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme Andrea mal rein, weil Sommerekzem wird ja auch mehr in der ganzen Pferdewelt. Früher waren es tatsächlich nur oder vorwiegend die Isländer, also nach und nach sind die anderen Rassen nachgerückt. Magst du mal erzählen, Andrea, was dich da oder wie dein Weg war, so gut zu werden in der Behandlung deiner Pferde? Also ich habe natürlich auch sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe mir Decken gekauft, ich habe verschiedene Cremes gekauft, habe selbst angerührt. Also was man so alles macht, wenn man sich neu orientiert und gucken muss, dass es dem Pferd einfach gut geht. Mir ging es natürlich seelisch auch manchmal ziemlich schlecht, weil man will ja sein Pferd nicht unbedingt leiden sehen. Also habe ich dann auch ein paar Sachen gleichzeitig probiert und davon rate ich jetzt mittlerweile wirklich ab, sondern man sollte wirklich langsam anfangen, ausprobieren, gucken, was hilft nicht. Die schnelle Lösung ist meistens die Decke, dass einfach mal der Juckreiz wegkommt und dann einfach gucken, was hilft. Ich habe immer noch geguckt, dass sie in den Abendstunden oder in den Morgenstunden einfach in die Stallung rein können, dass sie sich unterstellen können. Das ist für mich so das A und O. Und wenn sie das nicht können, dann ziehe ich sogar im Sommer eine Decke an, einfach damit die Kriebelmücken nicht rankommen an die extremen Stellen. Ich muss dazu sagen, dass die Stute viel, viel schlimmeres Ekzem hat als der Haflinger. Der Haflinger ist wirklich easy zu behandeln und die Stute muss wirklich täglich eingeschmiert werden. Also eine Decke hatte ich ja auch bei meiner Stute. Ich meine, die Araber sind ja auch nicht so extrem, ne, wie die Islandpferde. Aber Islandpferden ist es schon das Schlimmste. Ja. Mit dem in den Stall rein, das ist wichtig, dass es ein dunkler Stall ist, ne, sodass die Kriebelmücken tendenziell da nicht reingehen. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht genau, ob der Tipp damals von dir kam. Ich habe meinen Stall auch immer mit EM ausgesprüht, ne, sodass einfach der Mistgeruch kommt ja nun mal, ich meine, Ist, die ja. Äppel nun mal da rein oder urinieren da rein. Das macht auch schon einen Unterschied, oder? Genau, ich habe eben auch mit effektiven Mikroorganismen, also den EMs, experimentiert. Ich habe sie innerlich gefüttert, ich habe sie äußerlich angesprüht und eigentlich das Beste fand ich wirklich, diesen Geruch von den Pferden einfach zu binden im Stall. Und das mache ich auch heute immer noch gerne, dass ich den Stall einfach ein bis zweimal im Jahr aussprühe, weil es dann einfach frischer riecht. Ein bis zweimal im Jahr machst du das. Ich mache es nicht so oft, weil ja wir streuen eigentlich nur im Winter ein Ja. und im Sommer ist bei uns eigentlich Boden nur drin, also keine Einstreu. Und dann finde ich, ist es ganz okay, dann kommen nicht so viele Mücken bei uns rein. Und Äppeln oder misten die in den Stall oder gehen die dafür raus? Also im Sommer gehen sie eher raus, im Winter misten sie natürlich oft rein. Bei uns wird morgens und abends gemistet, also wir nehmen es immer relativ schnell raus.
Aber im Sommer tatsächlich bleiben sie eher draußen und misten dann draußen. Okay. Weil meine sind dann tatsächlich, also meine Stute blieb tatsächlich die Nacht über lange im Stall im Sommer. Und dann war da halt auch einfach, also wir haben auch nicht eingestreut, aber da war nichtsdestotrotz oder Urin. Deswegen habe ich halt ja öfter einmal die Woche bestimmt irgendwie gesprüht. Aber der war nicht so besonders groß. Sie sind ja gerade Ja. echt gut. Und beim Pferd, das Pferd hast du auch mit EM behandelt, also auch gefüttert. War das erfolgreich? Hattest du davon einen Effekt oder vom Einsprühen oder Also nicht? damals habe ich jetzt wirklich keinen Effekt gemerkt. Was wir jetzt häufig immer mal machen, wirklich eine EM-Kur im Winter, dass wir EM innerlich allen Pferden füttern. Dass er einfach, wir haben eine Heulagefütterung, das ist auch nicht wirklich unbedingt gut für Ekzempferde. Wir haben aber noch einen Allergiker im Stall und deshalb musste ich mich einfach jetzt damit abfinden, dass wir eine Heulage füttern. Ich finde, unsere Heulage ist gut, nicht zu nass, nicht zu sehr seliert, aber trotzdem mache ich ab und zu immer mal noch mal eine Kur mit EM, weil ich dann meine, der Magen-Darm-Trakt ist einfach besser unterstützt. Also meine Stute, als sie noch vorher noch mit mir auf dem Gestüt war, da hat die auch Silage gefressen da und bei uns dann nachher Heu. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt durch die andere Fütterung. Also wir waren ja dann nicht mehr so viele Pferde, da hat sich das nicht mehr gelohnt. Merkst du einen Unterschied, wenn im Sommer habt ihr ja vorwiegend Gras, ne? Oder Genau. was? Merkst du da einen Unterschied? Habe es jetzt schon gemerkt, wir haben seit 5 Jahren jetzt Heulage, dass ich tatsächlich bei der Stute etwas schlechter durch den Sommer komme. Also es ist wirklich schlechter geworden. Also nicht schlechter, aber sie Ja. hat mehr Ekzem nochmal als vorher. Also ich kann jetzt nicht nur, ich habe auch schon mal auf alle 2 Tage schmieren, aber das funktioniert nicht, seit wir Silage füttern. Und das Ökozon fütterst du das ganze Jahr? Nee, Ökozon ist wirklich nur das Sommerekzemmittel. Da fange ich jetzt, wenn es jetzt wärmer wird, an. Also ist eine Kräuterkur dabei, es sind Tabletten dabei. Früher waren das Kräuterwürfel, das fand ich besser, weil dann konnte man mal schneller aus der Hand füttern als so eine Tablette. Meine mögen die Tabletten auch nicht wirklich. Also ich muss sie aufmachen und das Pulver dann reingeben ins Futter. Genau, es sind Kapseln. Und es gibt eben ein Mittel, das gegen das zum Einschmieren, also ein Pflegemittel und eben ein Mückenabwehrmittel. Das eine heißt Lazosan, das ist das Pflegemittel, benutze ich aber fast gar nicht. Und ich benutze nur das Moskitozon und das ist gegen die Mücken. Und das machst du dann den ganzen Sommer über, also wirklich, sag ich mal, ab März, April, dann fängst Also du. sobald ich merke, dass meine Pferde juckig werden, fange ich an einzucremen, Mähnenkamm. Zwischen Ellenbogen, Ja. Falten dann am Euter entlang. Es kommt eben darauf an, ob die Bauchnaht, betroffen ist. Also Genau. die Stute hat die Bauchnaht betroffen, der Haflinger nicht. Und die Stute muss auch unbedingt, die Schweifrübe mit eingeschmiert bekommen. Was ja bei den Isländern auch immer so eine Sache ist, ist das Gesicht, ne? Die Ohren und so. Und viele probieren das ja mit Masken, aber viele Pferde lassen die Masken halt nicht an oder die bleiben halt nicht an, wenn die spielen oder wenn sie sich am Baum kratzen. Wie löst du das Problem? Also ich habe natürlich auch Ekzemdecken inklusive Masken probiert, also wirklich komplett vermummt. Aber dann habe ich wirklich gemerkt, dass die Stellen, die außerhalb der Decke sind oder auch außerhalb der Maske sind, die werden viel, viel extremer beansprucht. Also ich habe tatsächlich im Sommer nur noch leichte Fliegenmasken auf ohne Ohren. Weil wenn ich die Ohren, ich meine, erstmal mit Mähne ist das immer schwierig, mit so einer beim Easy eine gescheite Mütze zu finden. Ja, und deshalb habe ich für die Easys nur noch normale Masken ohne Ohren und damit fahre ich ganz gut. Und du gehst ja Distanzritte und bist da mit beiden Pferden ja auch unterwegs. Und wenn man dann so, es ist ja immer so ein bisschen kritisch mit dem Ekzem, wenn man gerade so in die Nähe von Wasser kommt, es ist ja immer ein bisschen schlimmer für die Ekzema. Auf dem Ritt direkt hast du wahrscheinlich, kriegst du wahrscheinlich keine Probleme, oder? Wenn du, also während des Rittes die Pausen, dass Nee, die ich meine, auffallen. da haben die meisten ja auch Probleme, sobald die Zeit von den Bremsen ist, ist es ja ganz extrem. Und ich sage mal, im Distanzsport, die Pferde schwitzen stark, also wäscht man auch ziemlich viel ab, dass man einfach auch den Geruch wegkriegt. Also das macht man ja nicht nur wegen den Kriebelmücken, sondern allgemein für die Ja. Mücken wegzuhalten. Ich benutze ein leichtes Fliegenspray, wenn es geht, während dem Distanzritt, aber unter anderem eben auch, um die Bremsen fernzuhalten. Schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe.
So in etwa. Und ich decke tatsächlich dann abends ein, wenn ich merke, er wird juckig oder die Dämmerung naht, also so ab 18 Uhr merke ich, er wird unruhig auf dem Paddock und dann ziehe ich ihm einfach die Ekzemdecke an, weil es dann einfach nicht so stressig für das Pferd ist über Nacht. Ja. Und morgens, wenn man dann losreitet in der Dämmerung oder so, dann ist ja meistens, hat man meistens noch das nötige Tempo drauf, damit die sich nicht festsetzen. Das auch. Und das Fliegenspray auf trockenem Pferd hilft auch meistens noch ein Okay. bisschen. Ja. Und ansonsten wäschst du dann auch während des Rittes schon mal ab, also jetzt nicht nur für den Schweiß, sondern wirklich auch so ein bisschen, also dass das nicht, dass der Geruch gering gehalten wird vom Genau. Pferd. Dass nicht so viel Stress aufkommt, wenn so viele Mücken dann kommen. Und tragen dann jetzt den ganzen Sommer über dann Decken zu Hause? Oder wenn die jetzt mal so auf der Koppel sind, dass die jetzt nicht unterstellen können, hast du das oder sorgst du dafür, dass sie eben einen dunklen Stall in der Nähe haben zu Hause? Also wenn es möglich ist, dass sie am Stall bleiben können, dann haben sie keine Decken an, dann reicht wirklich das Ökozon, das ich verwende. Ich meine, da muss man auch gucken, was wirkt nicht. Ich meine, ich habe wirklich lange dran rumexperimentiert. Ich bin letztes Jahr ja relativ lange ausgefallen, wo ich nicht persönlich an den Stall konnte oder eben wo ich eben selbst nicht einschmieren konnte. Und ich habe tatsächlich liebe Leute gefunden, die es gemacht haben und die haben schon zu viel geschmiert. Also das gibt es natürlich auch, wenn man dann meint, oh, man muss mehr schmieren, man muss mehr schmieren, man muss so die richtige Dosis finden, dass es so leicht eingecremt ist. Ja. Das ist meistens schon ausreichend, als dass man sie darin badet. Also ich versuche schon, ohne Decke laufen zu lassen. Super. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Stute damit anfing, damals war das noch gar nicht so üblich bei den nicht-isländischen Rassen. Und dann hatte ich auch hier einen Tierarzt, da war ich auf einer Araber-Show und da war ein Tierarzt und der meinte halt auch Sonnenblumenöl. Ich sollte das einfach einschmieren, da kämen die Fliegen nicht dran. Und dann haben wir damals natürlich auch, ne, versucht, das gut zu machen, damit da nur ja alles abgedeckt ist und irgendwann ließ sich mein Pferd am Mähnenkamm nicht mehr anfassen, weil die so entzündet war unter dieser geschlossenen Ölfläche und wir das dann mit Seife halt wieder abwaschen mussten. Das hat so einen Moment gedauert, weil am Anfang dachte man, sie will sich nicht anfassen lassen, weil sie juckig ist, ne, bis man begriffen hat, dass genau das Gegenteil ist. Also Öl ist nur sehr begrenzt eine Lösung, ne, auch für, Genau. weil die Haut dann abgedichtet wird. Ne. Also das war nicht schön, das war auch sehr unangenehm für sie, bis wir die dann wieder abgewaschen hatten. Du hast mir damals, das weiß ich auch noch, dass es sich ja immer mal wieder die Rezepturen geändert haben. Dann hat man immer ein wirkungsvolles Mittel und dann ändern sie die Rezeptur. Es ist ja auch, ist das immer noch so? Ist das jetzt ein bisschen konstant mit Ökozonen? Du hast schon gesagt, das Material hat sich geändert. Ja, ich meine, es gibt El Niño und Ökozon, das sind die beiden Produkte von dem Herrn Busch. Herr Busch ist auch wirklich sehr, sehr nett und freundlich. Ich habe mich auch am Anfang sehr oft mit ihm ausgetauscht am Telefon und er hat dann eben immer schon gesagt, ich experimentiere weiter, beziehungsweise ich entwickle ja auch weiter, weil er will ja eigentlich, dass Sommerekzem geheilt wird. Also er arbeitet daran, dass es ein Mittel gibt. Ich meine, die Rezepturen ändern sich tatsächlich immer noch. Also, wie ich eben schon gesagt habe, die Kräuterwürfel sind jetzt in Tablettenform beziehungsweise in Kapselform, wo ich nicht so begeistert bin von. Aber es ist anscheinend einfacher in der Herstellung und eben auch im Versand günstiger, als wenn man jetzt 5 Kilo Leckerlis durch die Gegend schickt. Und es gibt ja immer Leute, die dann sagen, man muss eine Leberkur machen, ne? Sommerekzem ist eine Lebergeschichte. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Gerade jetzt nochmal, wir haben neue Einstellerin gehabt, die hat auch gesagt, ah, wir machen mal eine Leberkur für die Pferde. Ich dachte, ach, ja, warum nicht? Man bin ja offen für alles. Und ich kam 2 Wochen an den Stall, also es sollte 21 Tage gehen, und ich kam nach 2 Wochen an den Stall und habe mir nur gedacht, meine Pferde sehen komisch aus. Die waren 5 Zentimeter kürzer, als ich sie kenne. Und das war die Leberkur, die wir gemacht haben. Und dann haben sie mir erzählt, dass die Easy-Stute, die Lara, auch das gar nicht gerne frisst. Und ich sagte, warum habt ihr dann weiter gefüttert? Ja, das muss man doch durchziehen. Also, ja, aber wenn das Pferd ja von sich aus schon sagt, es mag es nicht, bin ich jemand, wo ich sage, okay, ich gucke mir das an, ob es wirklich nötig ist oder nicht nötig ist. Und ich mache es oder ich mache es nicht. Das war wirklich schade. Nicht so gut. Nicht so gut, weil ich fand einfach, die war im Ganzen verspannt. Also ich habe einfach mein Pferd nicht mehr erkannt. Die ist ja sonst locker im Rücken und ich sage mal auch länger. Und in dem Moment fand ich einfach, die war 5 Zentimeter kürzer, weil sie verspannt war. Ja, total spannend. Also es ist natürlich sehr, sehr cool, ne, dass du so eine Beobachtung machen konntest. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man die Pferde tatsächlich jeden Tag sieht. Ne, da war es vielleicht gut, mal eine Pause zu haben, nicht einfach nur zu sehen, dass wenn man, egal wie gut es gemeint ist, etwas füttert, was für das Pferd halt nicht stimmt, ne, dass es sich körperlich komplett auswirkt, also wirklich auch in der Losgelassenheit, ne, und
in dem Muskelbild. Sehr, sehr spannend. Hm. Es gibt natürlich sicherlich auch verschiedene Leberkuren. Es gibt Kräuter oder Mariendistel oder was auch immer. Aber ich finde es sehr, finde ich cool. Also die einzig wahre Wissenschaft ist das Experiment. Ne? Du hast es ausprobiert und für dich war es auf jeden Fall nicht die Lösung oder für deine Ja. Pferde war es nicht die Lösung. Sehr gut. Beim Haflinger habe ich es nicht bemerkt, muss ich sagen. Aber ich sag mal, Lara kenne ich einfach schon ein bisschen länger und die kann ich lesen. Ja, auf jeden Fall, wenn man ein Pferd so lange hat. Und hast du bei ihm denn einen positiven Effekt bemerkt von der Leberkohle auch nicht? Also die Hufe sind besser, aber ich sage, es kann natürlich auch durch das Mineralfutter sein, das ich jetzt eigentlich seit Anfang 2020 nochmal füttere, weil da war es extrem. Ich meine, in meiner Pause letztes Jahr im Sommer habe ich die Eisen abmachen lassen beim Haflinger und das ging gar nicht. Die sind so ausgebröselt, wo ich auch sage, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Im Winter sind sie immer ganz gut, also zum Anfang des Sommers werden sie wieder schlechter. Also ich bin am Beobachten, wie jetzt die Hufe einfach aussehen, nach einer Leberkur unter anderem. Ja, das ist sich, da kann ja durchaus sein, ne? Das ist ja nicht Ja. genau. Genau, aber dann hat er es auch nicht abgelehnt, die Fütterung, ne? Nee. Und dann ist es ja für ihn auch auf jeden Fall nicht schlecht und ob es gut sein wird, wirst du sehen, ne? Genau. Wie gesagt, immer gut zu wissen, nicht jedes Mittel wirkt gleich, ne? Super, vielen Dank. Vielleicht sage ich noch dazu, dass du kein Verkäufer bist von Ökozonen, das Nein. ist einfach nur Anwender und dich und eben über die ja, weil fast 20 Jahre jetzt einfach das Mittel für dich als das Erfolgreichste. Genau. Du hast ja auch vieles getestet, ne? Ja, ich habe auch Verschiedenes getestet, wollte ich jetzt noch mal sagen. Ich, also wenn du Telefonnummern von mir weitergibst, kriegen die Leute das dann auch erklärt, dass es auch andere Mittel gibt. Nur ich würde zuerst immer das Mittel probieren, was eben bei mir funktioniert. Super, Muss danke. aber nicht bei Genau. jedem sein. Also das ist tatsächlich das, was ich halt tue, wenn ich Schüler habe, die Sommerexzempferde haben und Lösungen suchen, dann schicke ich sie alle zu Andreas. Frag die mal, die macht das schon so lange. Ihre Pferde sehen sehr, sehr gut aus. Ich war einen Sommer wirklich, da hatte die Islandstute eine, weiß ich nicht, eine 70 Zentimeter lange Mähne und vollen Schweif, was ich für einen Sommerexzem-Isländer halt schon sehr genial finde, dass man das schafft, weil so eine Mähne wächst ja nicht in einem Jahr. Das zeigt, dass es über Jahre nicht schlimm war, ne, mit dem Ekzem. Vielen herzlichen Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du dir Gerne. Zeit für meine Schüler nimmst und denen hilfst, weil es ist schon toll, wenn jemand sich so leidenschaftlich in etwas hineinkniet, dass er es einfach wirklich auch kann. Danke. Gern geschehen. Leider habe ich keine Fotos mehr vom Anfang. Also, ja, das ist echt schade. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen, wie Ekzempferde aussehen mittlerweile. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss.